Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Wir haben hier heute so einen schönen TLF 2000 hier gehabt für ein Video und jetzt kommt die Fahrzeugvorstellung. Und zwar ist das Fahrzeug, wie gesagt, ein TLF 2000 von der Firma Schlingmann, der Aufbau. Und das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Los geht's. Also schön ist natürlich, dieses Fahrzeug kann man sich bei der Firma Schlingmann gerne mal anfordern und einfach mal anfragen. Die kommen gerne mal zu den Feuerwehren und führen das mal vor. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger, dass ich das gesagt habe. Es ist ein TLF 2000 U218. Ey, wie, keine Ahnung. So, man sieht ein bisschen nur den Aufbau. Wie gesagt, es ist ein TLF 2000, das heißt natürlich, hat auch 2000 Liter Wasser drauf. Und gibt so ein paar Sachen, Pump-and-Roll-Funktion und so weiter. Und das gucken wir uns jetzt mal alles an, was man in so einem TLF eigentlich standardmäßig so drauf hat. Okay, los geht's. Also so wird hier Strom eingespeist. Okay. Was ich schön finde, ist auch, man kann hier die Fächer abschließen. Das habe ich auch so jetzt noch nicht wahrgenommen bei den Fahrzeugen. Also man kann hier eine Stufe ausklappen. Recht simpel und einfach mal gucken. Okay, die Fächer sind natürlich großteils noch, weil es ein Werksfahrzeug ist, sozusagen zur Vorstellung. Natürlich nicht so customized, wie ihr es wahrscheinlich von euren Feuerwehren kennt. Hier sind noch ein paar Fächer leer. Man sieht jetzt hier, hat man so ein kleines Fach, hier ist nur Ladekabel, nicht hier Stromkabel drauf. Das hier ist noch alles leer. Hier ist Handwerkzeug drin. Theoretisch, das fühlt sich aber auch noch recht leicht an. Hier ist Werkzeug. Ein Verbandkasten ist hier. Dann gucken wir mal hier rum. Ja, alles noch leer, alles noch Sachen. Alles noch Sachen, die man noch befüllen kann. Alles leer. Ich fürchte, es wird eine sehr schnelle Fahrzeugvorführung, weil noch ziemlich viel leer ist. Okay, aber was ich schön finde, also die Bedienbarkeit ist gut. Ich habe hinten schon mal die anderen Fächer geguckt, da könnt ihr euch schon mal freuen. Achso, hier muss man drücken und dann kann man diesen Schlitten rausnehmen. Kübelspritze, ganz normal. ABC-Pulverlöscher. Wahrscheinlich kann man hier oben noch Tücher reinpacken. Hier ist das Hygienebord auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob man das noch weiter rausnehmen kann. Nee. Also man hat hier einen Wasserhahn, um sich einfach die Hände zu waschen, Druckluft, um irgendwas abzupusten. Und natürlich die Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Papiertücher kommen dann da rein. Kennt ihr alle schon, ne? Von einer Fahrzeugvorstellung. Was ich gut finde ist, diese Mechanismen sind echt gut. Und diese Rolltore gehen echt auffallend leicht auf. Okay, 22 Liter Schaumbüttelkanister. Was man hier später reinmacht, Verkehrssicherungsmaterial vielleicht. Hier sind Faltkegel. Alles noch frei. Hier haben wir Schlauchtragekörbe C. Und zwar haben wir 1, 2, 3 Stück. Ganz normale Klappkörbe. Meine Lieblingskörbe mit Klett. So, und jetzt kommen wir hier oben. Das Patent finde ich echt super. Ja. Du drückst hier rein und man muss sogar dran ziehen. Ne? Das ist so leicht wie das. Gut, wahrscheinlich ist noch Platz in dem Fall für eine Feuerpatsche oder zwei oder auch drei. Aber schön aufgeräumt. Super. Hier, also das ist ja fantastisch. Also ich weiß nicht, ob das jetzt generell bei Schlingmann so ist oder das jetzt nur bei, weil es neu ist, so leicht geht. Aber man hat, hier ist auch so eine Art Endlagendämpfung sogar. Super. Also das gefällt mir wirklich gut. Ja, für den Saugbetrieb, offenes Gewässer, Sammelstück. Die Pumpenbedienung, was haben wir hier? Wir haben hier eine hier ist eine fest eingebaute Pumpe, eine FPN 10 2000 Liter die Minute bei 10 Bar.
Ja, von der Bedienbarkeit, wie gesagt, wollen jetzt keine Maschinisten ausbilden, aber das ist so, wie ich das eigentlich auch lieb habe, weil ich liebe Hebel und grob einstellbar, fertig. Da bin ich Freund von, ehrlich gesagt. Schön, das gefällt mir. Was oben drauf ist, habt ihr gesehen, da waren, glaube ich, Saugschläuche drauf vom Überflug der Drohne. Schön. Hier man immer so diese Klappstufen, die man noch rausmachen kann. So. Wie gesagt, schnell RC, Schnellangriff. Wie gesagt, dann würde hier wahrscheinlich noch ein Hohlschrauber raufkommen. Ach, da sehe ich noch welche. Und Schnellangriffsverteiler. Schlauchpaket C liegt hier bereit. Und oben schätze ich mal. Brauche ich wahrscheinlich hochklettern. Leere Box noch, um es individuell zu bestücken. Geht auch. Das finde ich auch gut. So einfach zu. Okay. Ja, hier kann man gleich den Schnellangriff adaptieren und dann kann man hier Druck drauf geben und Feuer frei. Oder besser gesagt Feuer aus. So, hier wieder. Ach, das ist ja wie so ein Verkaufsregal, ne? Ach, das ist nur die Halterung für einen Stütztrimmer. Ne, für B, wenn ihr eine Person sparen wollt und mit zwei Personen B halten wollt, nutzt bitte einen Stütztrimmer. Genau, C-Hohlstrahlrohre, B-Hohlstrahlrohr. Da müssen wir raus, ein ganz schöner Klopper. Das ist nicht schlecht, ne? Okay, auf dieser Seite ein etwas älteres Standrohr, nicht mehr trinkwasserschutzkonform, weil es hat weder Systemtrenner, kein Rückflussfender oder Systemtrenner dran. Vielleicht kommen ja noch Systemtrenner, aber normalerweise ist das ein altes, normales Standrohr. Ja, Schachthaken. Sehr gut. Toll. Hier auch nochmal, wenn man ein bisschen gröber werden will, ein bisschen für technische Hilfeleistung. Das Halligen-Tool, die Feuerwehrachs, die Spaltachs ist das. Keine Feuerwehrachs. Schönes Material für die Holzbearbeitung. Auch, ne, natürlich auch im Hinterkopf, wenn man sich festfährt, kann man vielleicht auch da mal ein bisschen Unterlegholz selber, wenn man muss ja nicht immer Eile haben, wenn man sich festfährt, kann man vielleicht selber auch mal ein bisschen Holzstücke ranholen und ranhacken. Ne? Gut, wir haben hier noch B-Schläuche, 20 Meter, 1, 2, 3, 4 B-Schläuche. Hier oben sind Feuerleinen verlastet normalerweise. Anhaltestab, Warndreieck, Warnleuchte, Verkehrsjungs, Krimskrams. Zwei Atemschutzgeräte sind hier drauf verlastet. Da bin ich mal gespannt. Muss ich mal selber mal gucken. Ach Gottchen. Hui, das ist schön. Endlich mal die richtige Höhe zum Anziehen, würde ich mal sagen. Und das ist ja ein ganz putziges Patent. Okay, ich will ja testen. Aber es geht halt sehr leicht. Und man kommt sie auch nicht ins Gehege. Das finde ich eine sehr gute Lösung. Der Fokus in dem Fahrzeug liegt natürlich im Wassertransport, in der Geländegängigkeit. Aber trotzdem schon was drauf ist. Also Einsatztakte schon nicht zu verachten. Ne? Das kann schon was. Super, in der Beschreibung stand irgendwas noch von Pump and Roll und das gucken wir jetzt mal an, was das hier bei dem Fahrzeug bedeutet. Gucken wir uns mal an. Um jetzt hier Pump and Roll zu machen, machen wir jetzt mal einen Tankbetrieb, schalten wir erstmal um. Das heißt, man muss erstmal den Hebel hoch machen und umschalten. Zack. Ne? Dann ist jetzt sozusagen der Tank verbunden mit dem System. So, das war's heute von Feuerwillig zum CLF 2000. Wir machen Pump and Roll, ich verabschiede mich. Lasst einen Kommentar da, bis dann, euer Feuerwillig. Tschüss.
meiner Badewanne bin ich Kapitän. So, also das ist ja mal schön. Das ist ein schöner Ausblick, ne? Also die Haube, die Motorhaube, muss ich sagen, die ist ja für mich, die ist ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber von hier aus gesehen, schön. So, was haben wir denn hier? Oh Gott, hier ist das ganze Bedienelemente, nur Knöpfe. Also nicht irgendwie was mit Touch, was viele erwarten oder sowas. Ist halt solide, funktionabel, ne? So, hier ist auch alles da, von, wie man es kennt, Frontblitze, alles schön beschriftet, Heckleuchten. Hier sieht man hier den Status. Blaulicht, Umfeldbeleuchtung. Achso, die Umfeldbeleuchtung haben wir auch. Da haben wir irgendwo gesehen, das waren so LED-Leisten und sowas. Sehr schön aufgeräumt. Mehr braucht man ja auch nicht, ne? Gut, Funkgerät würde jetzt hier noch fehlen. Aber schön für einen selbstständigen Trupp. Schön. Ne? Also ein, zwei rücken wir mit dem Ding in der Regel aus. Sehr schön. Wie gut. Also für Pump and Roll müsst ihr erstmal die Pumpe schalten. Das heißt, ihr müsst zumindest schon mal den Tank verbinden. Die Verbindung sozusagen für den Tankbetrieb herstellen. Ihr könnt jetzt hier die Pumpe einschalten oder kann auch vorne vom Führer aus machen. Und dann fahren wir los beim Pump and Roll. Okay? Flächenbrände bitte.